Hallo und herzlich willkommen zu dem kleinen Special unserer Blender-Reihe. Diesmal geht es um Mesh und welche Probleme wir damit haben können und wie man sie lösen kann. Das sind die 10 häufigsten Probleme, die mir bisher untergekommen sind. Wir starten mit dem Boolean Modifier. Der Boolean Modifier hat die Eigenschaft, dass er nach dem Schnitt mit einem anderen Objekt ein Mesh hinterlässt, das absolut grauenhaft ist. Wir haben hier Vertices, die viel zu nah aneinander sind. Wir haben N-Gons, wie diesen hier. Wir haben Trees plötzlich. Das sind Dinge, die können wir nicht brauchen, wenn wir ein Mesh für Game Dev entwickeln. Wenn wir damit Game Assets machen, vielleicht nochmal einen Modifier drauf anwenden wollen, der auf Quartz angewiesen ist. Stattdessen wollen wir Schnitte wie diesen hier, kreisrunde Fläche. Wir haben hier keine Trees, sondern das sind alles Quartz und absolut keine doppelten Vertices. Anwenden können wir das Ganze, indem wir uns ein Add-on installieren, das bereits bei Blender integriert ist. Wir gehen auf Preferences, Add-ons, schreiben Loop in die Suche und machen hier den Haken bei Mesh Loop Tools. Danach müssen wir bloß noch eine Fläche auswählen. Circle Select bietet sich an. Loop Tools, Circle. Dann haben wir ein Mesh, das absolut perfekt ist. Wir haben keine Trees, wir haben keine doppelten Vertices. Wir können diese Fläche gleich weglöschen. Wir können diese Edges wieder auswählen. Das Ganze besteht nicht aus irgendwelchen Trees und wir können gut damit arbeiten. So viel zu Loop Tools. Hat noch mehr Funktionen, schaut es euch in Ruhe an. Unser nächstes Problem. Wir haben bei einem Würfel, den wir durch verschiedenste Modifier verändert haben, gerne mal doppelte Vertices. In dem Falle haben wir hier einen. Wir haben hier eine Kante, die reingezogen worden ist. Unten ist sie doppelt. Wir haben hier einen Vertex, der hier ebenfalls doppelt ist. Es gibt eine Möglichkeit, um dieses Problem mit komplett aufeinander liegenden Vertices zu lösen. Wir markieren alles im Vertex Select Mode, gehen auf F3, das ist unsere Suche, Merge by Distance, Enter-Taste und hier unten noch den Radius angeben, falls er nicht alle mitnimmt. Das ist die Distanz, ab welcher die Vertices zusammen gemerged werden zu einem. In dem Falle hat er rechts unten angezeigt, wie viele Vertices verschwunden sind. Wenn ich ihn jetzt bewege, hat er nur noch einen an jeder Stelle. Die einzige Ausnahme sind die Vertices, die zu weit voneinander entfernt sind, um sie miteinander zu verbinden. In dem Falle zwei markieren, den letzten, ganz wichtig, darauf achten, welcher der letzte ist. Das ist der, den wir behalten wollen. M drücken, at last. In dem Fall haben wir den letzten markiert, M. At last. Der Vertex ist verbunden, wir haben kein Problem mehr. In dem Falle geht das ganz genauso. Hier können wir auch den letzten markieren, at last. Nächstes Problem. Wir haben zum Beispiel aufgrund von einem Subdivision Surface Modifier ein sehr aufwendiges Mesh. Dieses Mesh wollen wir aber reduzieren. Wir haben einfach viel zu viele kleine Flächen und möchten aber unsere Form nicht verlieren. Wir haben hier jetzt ein sehr einfaches Beispiel, das leicht zu rekonstruieren wäre, lässt sich aber auch anwenden auf kompliziertere Probleme. In dem Falle wenden wir einen Modifier an. Wir gehen in den Wireframe, damit wir sehen, was passiert. Dann auf Modifier, Decimate, der reduziert die Anzahl der Geometrie Einheiten, die aktuell in unserem Mesh sind. Wir gehen hier auf Collapse. Und hier zum Beispiel auf eine Ratio von 0,05 anwenden und haben jetzt schon mal extrem viel weniger Geometrie. Dem Falle Apply. Damit wir jetzt noch diese Flächen hier wegbekommen, gehen wir in den Edit-Modus, markieren alles, schauen, dass wir auf den Face-Select-Modus gehen, Rechtsklick und dann Trees to Quartz. Somit haben wir jetzt noch unsere Trees nahezu vollständig gelöst, außer den letzten hier. Diesen ist eine Edge markieren, Rechtsklick, Dissolve Edges und sie ist weg. Jetzt haben wir ein absolut perfektes Modell ohne überschüssige Geometrie und das Ganze in nur wenigen Sekunden. Unser nächstes Problem ist Mesh, das nicht mehr miteinander verbunden ist. Wir schauen uns an, wo unser Problem liegt. Gehen in den Wireframe-Modus und sehen, dass wir hier N-Gons geschaffen haben. Das kann ganz typisch passieren, wenn wir eine Fläche im Edit-Modus subdividen, also
im Face Select Rechtsklick und dann Subdivide. Damit nehmen wir nur die aktuelle Fläche und teilen sie einfach durch ein Viertel auf. Die restliche Geometrie ist davon nicht betroffen, das heißt, wir haben Vertices, die an einer Edge entlang liegen. In dem Falle sieht man das von außen nicht das Problem, aber spätestens, wenn man hier reingeht, sieht man, dass das einfach unmögliche Flächen sind, die uns später große Probleme machen, die nicht mehr weiter subdivided werden können und die im Grunde schwer zu retten sind. In diesem Falle, wenn wir eine Geometrie haben wollen, wo jeder Vertex mit einer Edge verläuft und somit keine Vertices irgendwo frei im Raum rumschweben, haben wir folgende Wahl. Wir nehmen unsere Flächen und löschen die komplett weg. Flächen löschen, dann in den Select Mode von unserem Vertex, nehmen uns den Bereich von hier bis hier und markieren diesen mittleren als letztes. Wir mergen alle Vertices in der auf dieser Seite auf den mittleren mit M Merge at Last. Auf der Seite machen wir das ein bisschen anders, da nehmen wir den hier und im Falle von hier at last. Oben ist es nicht ganz so einfach, da müssen wir jetzt Flächen verbinden. Markieren den kompletten Edge-Loop von hier bis hier. Einmal hier oben markieren und dann mit der Steuerung-Taste auf den entferntesten Punkt klicken und er nimmt alle Edges auf diesem kürzesten Weg mit. Dann STRG-F Grid Fill. Nächstes Problem. Bei unserem Kegel hier ist es ein Primitive und hat von vornherein ein N-Gon. Eigentlich eine Katastrophe, wenn man es so sieht. Wenn wir im Edit-Modus sind, können wir Folgendes machen. So, jetzt geht's. Wir können diese Fläche löschen, wird uns aber nicht viel bringen, wenn wir das Ganze nochmal markieren mit einem Edge-Loop und dann nochmal F machen. F funktioniert nicht. Alt-F funktioniert nicht. In dem Falle hilft bloß Extrudieren, Vertex Select Mode, M, Add Center. Schon haben wir hier komplette Trees. Es nützt übrigens auch nichts, wenn wir das rückgängig machen. F und dann Rechtsklick Triangulate. Das macht keinen Sinn, wird weiterhin nicht funktionieren. Hier Triangulate Faces macht es genauso schlecht wie unser Alt-F. Auch ein Grid Fill funktioniert hier nicht. In dem Falle also absolut keine andere Wahl bisher. Falls ihr eine Lösung habt, außer Extrude und Merge at Center, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Lose Geometrie ist ein Problem. Kann vor allem passieren, ohne dass man sie bemerkt. Es sind trotzdem Vertices, die irgendwo im Raum rumfliegen und die man einfach entfernen sollte. Wenn wir hier im Objektmodus sind, Edit-Modus, können wir sie natürlich irgendwie versuchen zu erfassen, indem wir zum Beispiel mit L die verbundene Geometrie benutzen, aber auch hier kriegen wir sie einfach nicht richtig los. Vertex Select Mode, alles markieren, F3, Loose eingeben, Delete Loose. Er entfernt alle Vertices, die einfach nur mit Edges zusammenhängen, aber nicht eine einzige ordentliche Fläche ergeben. Problem gelöst. Nächstes Problem. Haben wir zum Beispiel eine Geometrie, die sich nicht anders lösen lässt, als durch einen Bridge Edge Loop. Wenn wir das hier verbinden wollen, das sind zwei Edge Loops, die wir miteinander verbinden wollen und das klappt weder mit F ordentlich, noch mit Alt-F funktioniert die ganze Geschichte und auch mit dem Grid Fill funktioniert es nicht ordentlich. Wenn wir hier F3 Grid Fill eingeben, er macht einfach nichts Ordentliches draus. Also F3 Bridge Edge Loops oder Rechtsklick Bridge Edge Loops, in dem Fall hier, und wir haben unser Problem gelöst und unser Würfel ist wieder verbunden. Wenn wir einen Bevel machen mit STRG B oder einfach Rechtsklick Bevel, haben wir das Problem, dass wir das auch ins Negative skalieren können. Wenn wir einen Bevel negativ gemacht haben, zum Beispiel irgendwo an einer kleinen Stelle und wir haben nicht gesehen, wie das Ganze, dass das Ganze passiert ist, denn dass hier das Wireframe sogar anzeigt, dass wir hier ein Problem haben, ist nur bei einem ganz bestimmten Punkt überhaupt der Fall. Meistens sieht man es überhaupt nicht, wenn er negativ ist. Das Problem ist, wir haben Geometrie innerhalb unseres Würfels. Wenn wir jetzt in den Edit-Modus gehen und einen Teil davon wegziehen, dann sehen wir schon, dass das ganze Ding wirklich katastrophal ist.
Es gibt einen Trick. Wenn man mit L die verbundene Geometrie markiert, kann man dieses komplette Konstrukt hier markieren. Das Problem ist, alles innen ist ebenfalls gefüllt. Also mit Shift-Klick einfach bloß die äußeren Flächen markieren, entweder duplizieren oder Separate by Selection und das Ganze rausziehen. In dem Falle mache ich einfach Shift-D, ziehe das Ganze nach draußen und wir haben Flächen. Das Problem an diesen Flächen hier ist jetzt, dass die immer noch getrennt sind. Das bedeutet, ich kann die immer noch voneinander abheben. Damit wir diese ganzen einzelnen Flächen wieder verbinden können, in den Vertex Select Mode, Wireframe Mode, X-Ray, alles markieren, F3, Merge by Distance. Er sagt hier unten 0 Vertices, der Abstand ist noch zu groß, wir ziehen ihn ein bisschen höher mit gehaltener Shift-Taste und wir haben hier 16 Removed Vertices. In dem Falle sind 16 genau die Anzahl der Kanten bzw. der Ecken des Würfels und unser Würfel ist wieder vollständig. Natürlich können wir hier einfach einen neuen Würfel erstellen. Das Ganze lässt sich aber auf alles andere ebenfalls anwenden, wo wir Geometrie haben, die wir am Ende viele Flächen wieder miteinander verbinden müssen. Und da ist dieses Verschmelzen mit einem Merge by Distance ganz praktisch. Nächstes Problem: Wir haben ein sehr aufwendiges Mesh. Wir gehen in den Object Mode, klicken es an und zoomen mal mit der Komma-Taste etwas hin. Wir haben ein Mesh, das komplett zerstört ist. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, es zu zerstören für euch. Man sieht kaum, wenn man eine X-Ray anhat, wo hier eigentlich das Problem ist. Das hier lässt sich sehr einfach lösen. Es wird nicht die komplette Originalform wiederhergestellt, aber um generell zu verstehen, wie kaputt so etwas sein kann und wie man es wieder hinbekommt, müssten wir uns in den Sculpt-Mode begeben. Sculpting könnt ihr entweder hier vom Object-Mode auf den Sculpt-Mode wechseln oder einfach hier in Sculpting oben in den Tab rein. Meistens ein bisschen rausskalieren, damit ihr den seht. Und in dem Fall, ihr müsst gar nicht euren Pinsel wechseln, einfach mit gehaltener Shift-Taste und einem etwas kleineren Radius, einfach rechtsklicken, den Radius etwas kleiner ziehen, ungefähr so. Und dann mit gehaltener Shift-Taste einfach Stück für Stück klicken und ihr entspannt dieses Mesh wieder. Damit könnt ihr extrem schwerwiegende Probleme in eurem Mesh wieder lösen. Er versucht es wieder auszurichten, wieder eine gleichmäßige Verteilung von eurem Mesh hinzubekommen und ihr könnt wirklich grobe Schnitzer hier ausbügeln. Vielleicht rettet es euch irgendwann mal das Mesh. Generell habt ihr natürlich jetzt eine Verformung, ihr habt hier eine Delle drin und so weiter, aber im Vergleich zu der Zerstörung, die vorher drin war, ist das definitiv ein Riesenunterschied. Zurück ins Modeling und das allerletzte Problem ist unser Smooth Shading. Wir haben das Problem, dass wir, wenn wir ein Objekt smooth shaden, möchten wir nicht unbedingt jede Kante weich zeichnen. Manche sollen scharf bleiben. So schaut die Geometrie aus, so eine Art Waschbecken mit so einer Kassette vorne dran. Und in dem Falle möchte ich, dass diese Kante hier scharf abgezeichnet ist. Diese Seitenstufen sollen weich sein. Hier wieder harte Kanten, hier eine harte Kante und hier wieder weich. Um das hinzubekommen, hilft es nicht, indem wir zwischen Flat. Hier oben haben wir nämlich das Problem, dass das hier hart ist oder Smooth umschalten. Wir bleiben auf Smooth, dann gehen wir hier auf unser Data Properties, auf Normals, Auto Smoothing und wir haben unser Problem weg. Hier geben wir die Winkelanzahl ab. Ab welchem Winkel wird eine Kante scharf oder weich gezeichnet? In dem Falle sind wir jetzt bei ungefähr 30 Grad. Wir können das noch erhöhen oder verringern, je nachdem, wie wir es brauchen. Und dann wird eine Kante mehr oder weniger scharf gezeichnet. Damit wir das Ganze noch ein bisschen verstärken können, können wir natürlich auch einzelne Kanten noch von Hand scharf zeichnen. Gehen wir in den Edge Select Mode, nehmen uns diese Kanten zum Beispiel, Rechtsklick, Mark Sharp. Wenn wir zurückgehen, haben wir nun eine scharfe Kante an dieser Stelle. Das ist absolut hervorragend für Hard Surface Modeling und das Schönste ist, es lässt sich als FBX sogar exportieren. Das bedeutet, das normale Smoothing sowie Auto Smoothing lässt sich als FBX exportieren und wird in unserer Game Engine genauso dargestellt. Das waren die 10 schlimmsten Probleme, die mir eingefallen sind, die mit Mesh zu tun haben. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Probleme habt, wo ihr bisher keine Lösung dafür gefunden habt und vielleicht kann ich ein weiteres Video darüber machen.